ja auch das Motto des diesjährigen Anlass. Der heutige Galaabend steht im Zeichen von der Jugendförderung. Für den ganzen Verein und dort wären dann noch viel grosse Erfolg. Wohnort oder Lieblingsgang. Geschätzte Anwesende, liebe Damen und Herren, ich möchte euch auch im Namen von den drei Vereinen, die Thun, Rot-Weiss, Thun und Steffisburg ganz herzlich begrüßen. Wir sind einfach auch darauf angewiesen, dass wir unterstützt werden. Wir haben darum die Tombola zur Jugendförderung. Und da wäre ich dankbar, wenn die, die noch kein Löschen haben, uns unterstützen. Diese Woche hat es nämlich noch geheissen. Es haben sich 6 abgemeldet. Wir wissen nicht, ob wir den halben Kern in ihre Vieren. Das Alt ist vom Stichwort Gala runter. Es sind Erwartungen erfüllt worden. Grundsätzlich muss ich sagen, ja. Es war ein guter Anlass, es war ein guter Start, es ist ausbaufähig. Ich bin dann zufrieden, wenn die Leute zufrieden sind und die Leute scheinen zufrieden zu sein. Und dann ziehen wir da sicher ein sehr gutes Fazit, ja. Kandelbauer, habt ihr den kennt, Yvonne? Ja, mir sagt etwas, das ist aus irgendeiner Show oder so, ich weiß nicht. Spielt er gut? Ja, sehr schön, oder?